Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video von mir. Ich bin hier an einem Ort, wo ich schon mal gewesen bin, wo ich Fotos gemacht habe. Ein altes Schloss, das mal einem Brand zum Opfer gefallen ist. Heute bin ich mit Natalie hier unterwegs. Wir machen ja, wie ich es angekündigt habe, eine mehrtägige Lost Place Reise, kann man nicht sagen. Wir machen nicht nur Lost Place. Wir sind auch hier bei Freunden im Harz und haben einfach eine gesellige Zeit. Aber ich wollte ganz gerne diesen Ort hier auch für euch nochmal filmen, euch ihn ein bisschen zeigen, weil ich fand ihn eigentlich sehr schön und das letzte Mal, als ich hier war, hatten wir nicht besonders viel Zeit. Meinem Kollegen Lukas, mit dem ich hier war, dem ging es an dem Tag auch nicht so besonders gut. Von daher nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf die Reise und ich zeige euch alles. Ziemlich. Guck mal, da ist schon ein richtiges Loch in der Wand, wo du durchgucken kannst. Überall sind hier auch Löcher im Boden von alten Kanalisationen. Ah. So, hier geht's rein. Hier geht's hoch. Alte Holztreppe. Kupferdiebe waren hier noch nicht aktiv. Dacharbeiten. Bitte nicht betreten. Also der Befall ist hier schon ziemlich weit fortgeschritten. Man muss hier wirklich schon aufpassen mit dem Boden. Es knirscht und knarrt bei jedem Schritt und Tritt. Gardinen hängen teilweise noch. Ja, schaut mal hier. Oh. Nee, hier geht's nicht weiter. Also, könnt ihr das erkennen? Guckt mal. Nee, hier ist Ende. Also, das riskiere ich lieber nicht. Oh, wei, guck mal hier. Oh Mann. Nein. Hier ist eine Schnellstraße. Direkt nebenan. Und die ganzen Gaskranken hämmern hier mit ihren Bikes durch. Und wundern sich dann, wenn mal was passiert. Natalie, hier oben kannst du den einen Weg nicht lang gehen. Links rum, wo du gefragt hattest, ob man da lang kann, da ist der Boden komplett weg. Das ist nur noch der gespannte PVC-Boden. Toiletten. Auch hier ist der Boden teilweise schon ziemlich weich. Hier hat mal jemand die Tapete abgerissen. Das war's dann auch. Okay, runter kommt man hier nicht. Aber weiter hoch. Gucken wir uns doch mal oben um. Dachstuhl. Jetzt mal gucken, ob es hier Bewohner gibt, die man lieber nicht stören möchte. Nicht danach aus. Alte Holztreppe. Gucken, ob sie mich trägt. Oh. Na gut, es ist. Guck mal, was der Boden Wellen wirft.
Na gut, ich muss hier nicht unbedingt lang, da hinten ist eh nichts. Jo, ich würde sagen, ich gehe mal wieder runter, weil es gibt hier noch viel, viel mehr. Das ist jetzt nur ein Gebäudeteil. Es ist noch viel mehr zu sehen. Da aus dem ersten Gebäudeteil. Und jetzt schon mal wieder raus. Sehr viel eingestürzt. Im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich runter. Man muss auch echt aufpassen, wo man hintritt, weil die Böden sind nicht unbedingt ungefährlich. Die Decke komplett runter. Eieiei. Ein Badezimmer zumindest, das davon noch übrig ist. Zugemauert. Hier auch. Gucken, ob ich da jetzt auch noch einen Eingang für finde. Das muss mal ein echt schönes Anwesen gewesen sein. Ich meine, hier war irgendwo ein offenes Fenster, wodurch man reinkam. Ah ja, da. Die Geräusche sind teilweise hier echt interessant. Der Wind, der lässt alles wehen und klappern, so dass man das Gefühl hat, ringsrum wären Leute. Ist schon witzig. Hier geht's dann jetzt wieder rein. Ah, machen wir mal klettern. Was ist das? Eine Seelenerscheinung. Oder nur die Reflexion von meiner Lampe? Na, ich warte gerade noch einen Augenblick auf Nathalie, dass wir hier zusammenbleiben, bevor ich weiter reingehe. Ist immer ein bisschen sicherer. Jetzt sind wir im nächsten Teil. Duschen und Badewanne. Die ist schon des Längeren zu. Ja, nur noch nach oben. Zeit immer so ein kleines Problem mit alten Holztreppen, alten Holzböden. Ich weiß gar nicht warum. Ist doch leicht zu gehen, ist doch was Feines. Ja. Schöne Korridore. Guck.
dieses Motiv. Ist das nicht herrlich mit dem Fenster? Richtig geiler Verfall. Ein Wunder, dass diese schöne alte Lampe hier noch hängt. Kein bisschen kaputt. Toll. Alten Fenster. Die nicht schön. Ich finde sowas toll. Ja. Ich weiß ja nicht, sieht das noch vertrauenswürdig aus? Also zu einem gewissen Stück bestimmt, ja. Küche. Aber die Frage ist halt, wie weit kann man wirklich immer gehen, ne? Und das sind hier schon ziemlich stabile Balken, die einen guten Eindruck machen. Wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut. Ich weiß, ich könnte jetzt wieder was sagen, aber ich lasse es. Ich werde auf jeden Fall nicht weiter. Ich werde mal außen rum gehen. Und hier oben drüber, ich muss mal gucken, dass ich den Zugang finde. Ich glaube, das war beim Dachboden. Gibt es noch etwas sehr Schönes zu sehen. War hier nicht die Küche? Hier wurde das Essen hochgefahren. Von hier aus wurde es reingereicht. Es gibt hier einen Aufzug. Hier war einmal ein Speiseraum. Und hier kam das Essen nach oben. Die Küche, die ist unten im Erdgeschoss. Ist wirklich riesengroß. Die zeige ich euch gleich mal. Dieser Raum hier ist unheimlich schön. Er ist abgestützt worden, damit er nicht einstürzt, wenn ihr mal hinten in die Ecke guckt. Könnt ihr sehen, dass da der ganze Boden weggeht. Ich gehe aber auch nicht wirklich weiter. Und wenn ihr euch das oben anschaut, dann seht ihr auch, dass die Decke schon ziemlich rissig ist. Hier oben drüber ist, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, Orchestergraben oder dergleichen, wo die Musiker gestanden haben und Musik gespielt haben. Und hier unten, weiß ich nicht, ob hier eine Aufführung stattgefunden hat oder so. Ich bin, was das angeht, nicht so wirklich bewandert. Aber wenn man sich das mal anschaut, die ganzen Ornamente, das ist schon sehr schön alles. Irgendwann wird es in sich zusammenbröseln. Ich schaue jetzt mal, dass ich den Aufgang nach oben finde. Ja, jetzt geht's, wie gesagt, erstmal nach oben. Treppen sind schon sehr morsch. So, da müssen wir drüber. Nathalie, Hier müssen wir jetzt rüber. Okay. Oh, was schwirrt denn hier rum? Fledermäuse. Na, die wollen wir mal nicht stören. Ich habe erst gedacht, das wären Schwalben oder sowas. Aber das waren Flattermäuschen. Oh, jetzt geht das schon wieder gut los. Meine Freunde, die Holzwürmer, waren hier sehr fleißig. Ach du Scheiße. Ja, aber ich will darüber. Ich will da drüben hin, ich will euch etwas zeigen. Oh je, je, je. Na gut, die dicken Balken werden ja wohl den dicken Teil tragen. Ach, mal eben gucken, dass ich mich irgendwo abstützen kann, weil ich muss auf jeden Fall über diesen Dachboden. Anders geht's nicht. Wie ihr gesehen habt, war der große Durchgang drüben eingestürzt. Da kommt man nicht lang.
Also geht's nur, boah, ist das warm. Geht's nur über diesen Dachboden. Schön langsam und vorsichtig. Immer schön auf die Substanz hören. Oh, ist das warm. Sind draußen schon 34, 35 Grad. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Hallo an alle Dachboden-Wohnungsbesitzer, weil ihr wisst dann genau, was ich meine, temperaturmäßig. Oh. So, wir kommen der Sache näher. Eieieiei. Oh, der Boden knarrt und knirscht. Oh, der Balken gibt nach. Na gut, dafür habe ich es jetzt fast geschafft. Fast. Ich bin fast da. Oh, mal hoffen, dass es nicht knack macht. Guck mal, könnt ihr das schon sehen? Ja, ich denke mal ja, ne? Eben hier auf dem Balken. Und oben bin ich. Seht ihr das? Hier muss das gewesen sein, wo die Musiker gestanden haben. Zumindest ist mir das so erzählt worden. Ich weiß nicht, ob da unten irgendwie eine Aufführung war oder was. Damit kenne ich mich, wie gesagt, wirklich nicht aus. Auf jeden Fall ist es ja schon toll. Da vorne scheint noch irgendwas zu sein. Ich gucke mal, ob ich da hinkomme. Hier sind Fußspuren, also sind hier schon Leute durchgelaufen. Und wenn ich daran denke, wie eingestürzt und rissig das unten drunter schon war. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Ich bin echt manchmal ein bisschen verpeilt, was das angeht. Vielleicht bin ich mittlerweile einfach zu alt für die Scheiße. Ich meine, das sage ich ja öfters. Meistens aus Fun. Und wenn ich dann hier sowas sehe, ich bin dann doch nicht so ganz sicher. Oh, durch. So. Also hier ist auf jeden Fall noch ein, wow, ein Dachboden. Aber hier geht es eh nicht weiter. Nee, 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 nee. Und ich merke, wie der Boden schon wieder arbeitet. Ich gebe noch mal eine Einstellung von hier. Wunderschön mit dem Stuck da oben. Das ist ja schon klasse. So, ich mache mich wieder nach unten. So, ich bin aus dem Gebäudeteil jetzt auch mal wieder raus. Mal schauen, was hier unten noch ist. Sieht, ist das Ganze ja schon ziemlich groß. Thank you.
ist das obere Teil. Was ja komplett eingestürzt war. Fledermäuse überall. Die wollen wir auch gar nicht groß stören. Ich lasse mal schön in Ruhe. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier runter kann. Drücken wir hier auch tierisch auf ein. Sehe ich von ganz oben alles runter. Alles in sich zusammen. Fliegen ohne Ende. Jetzt haben wir einen Kühlraum. Ja, das war die Küche. Der Aufzug, wie ich vorhin erzählt habe, wo es nach oben hochgeht. Hier sind überall Fledermäuse. Die Tür ist fest verschraubt. Ja. Dort sieht man den ausgebrannten Teil, der in sich zusammengefallen ist. Zurück in der Ruine. Könnt ihr da oben die Lampe sehen? Ist echt toll. Mal gucken, ob wir hier noch überall hinkommen. Wenn man sich hier noch was anschauen kann. Ich hatte ja gerade die Überlegung gehabt, eventuell noch runter in den Keller. Ich habe ja Angst im Dunkeln. Okay.
Ui, alte Tanks. Boah, ist das eine Luft. Boah, nee. Der Boden wirft sich da auch. Und es stinkt bestialisch. Als wenn eine tote Kuh liegt. Natürlich nicht gegrillt. Nur tot. Okay, wo geht's denn hier hin? Also hier muss man echt aufpassen. Wenn hier irgendwas ins Rutschen kommt, bin ich hinüber. So, okay, hier geht's nicht weiter. Dann. Gucken. Ich möchte ganz gerne hier rüber in diesen Teil. Lohnt. Oh, okay, hier ist nichts mehr. Die Mauer wurde zugemauert, die Tür wurde zugemauert. Da ist vorbei. Aber hier waren die Stromanschlüsse. Schloss, Ferienheim. Meine Güte, was für dicke Kupferkabel. Bei uns im Ruhrgebiet wären die schon längst weg. Wäre schon alles gezupft worden. Hier raus. Es gibt noch ein Gebäudeteil, wo ich reinkommen müsste. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. So. Da ist Natalie noch am Knipsen. Ich gehe hier schon mal wieder raus. Fenster offen. Ah, okay. Na super, hier entsorgen die Leute ihren Müll. Und das muss sein. Oh, ein schön hoher Raum hier. Ja, ich würde sagen, hier geht's gleich rein. Ja, eben meine verrückte Knipserin warten. Müllhalde. Das ist jetzt die andere Seite, wo ich vorhin gestanden habe, wo die Sicherungskästen waren. Hier sind die Tanks. Abgesackt, aber es geht noch. So. Ah, hier ist die Decke auch runtergekommen. Aber auf der anderen Seite. Die Decke, die biegt sich auch gut durch. Eigentlich wirklich viel zu sehen gibt es hier nicht. Auch guck mal, die Decke biegt sich auch schon gut nach unten.
Also oben ist schon nichts mehr. Kommt alles runter. Oh, der Boden hört sich nicht gut an. Nur weil es immer gut aussieht, muss es nicht heißen, dass es auch gut ist. Oh ja, guck mal hier. Der ganze Boden ist weg und hier kommt auch die Decke runter. Also der Gebäudeteil hat es komplett hinter sich. Nochmal eine schöne Aussicht auf das eingestürzte Teil, das ausgebrannt ist. Ich mir, weil hier kommt überall der Boden runter. Ja, drehen wir eben ein. Ups, die Kamera um. Eine Sekunde. So. Ja, ich bin dann jetzt auch hier durch und ich verabschiede mich dann mal. Einmal noch rausklettern und dann geht die Fahrt auch schon weiter. Ja, da war der Akku jetzt mal eben schnell leer. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hängen geblieben bin. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt raus. Mal gucken, ob wir heute noch was anderes besuchen. Ich sag mal bis dann. Ciao.